Weiter geht's mit The Technomancer. Wir sind hier bei der Initialisierung, wo wir zum Offizier werden. Und for being so old, it's in great condition. What exactly, Master, is inside the dome? Knowledge, Zack. The very essence of knowledge, even. Ja, wir sind hier in diesem Dom, wo wir initialisiert werden und draußen schon so ein bisschen die Räuber erledigt. Und jetzt kommen wir hier langsam so ein bisschen eher in Monstergebiete. Vorne ist die ganze Kuppel voll. Aber die sind alle, kein Problem. Creatures do not belong here. Their very presence is a danger to the relics. We must seek out their origin. I remember well the first time I came here. I was fascinated. I really thought I was part of an elite. I've become disillusioned since then. If all this knowledge indeed gives us some sort of power, we are still faced with so many obstacles that we can't do anything with it. It's more of a danger for us than a tool. Ja, man kann nur hoffen, dass sie den nicht unbedingt zur Rekrutierung irgendwo hinschicken, den Kollegen. So eine gute Stimmung wieder verbreitet. Sammeln wir jetzt mal einfach irgendwie alles ein. Das kann man irgendwann später nochmal in irgendeiner späteren Folge schauen, was man da genau hat und was man damit craften kann. Und tralala, das ist jetzt, glaube ich, alles nicht so wild. Außerdem kriegt man es ja eher an der Seite nochmal ein bisschen angezeigt. Kurzer Prozess. Wie viel schlechtes Leder die immer dabei haben. Die armen Viecher bestehen nur aus schlechtem Leder. This is the main room. The console over there. Activate it and heed its words. Will do. March 17th, 2076. Subject 12. The subject appears acclimatized, pulse elevated but steady, unaffected by any visible health concerns. James, how do you feel? Great! So alive! My heart's racing and I feel like I can take on the world. And it's, and I'm being honest here, it's a bit overwhelming. Subject's self-report is consistent and substantiated with our measurements of him and other subjects, all of whom produce EEGs indicating activity levels acutely higher than any ever associated with a human not subjected to the mutation. The only adverse side effect, it appears, is the near tenfold increase in corporeal and cerebral electricity. Dangerous levels that will necessitate the urgent invention of a device capable of evacuating such surplus in order to avoid subject injury. This man, talking about technomancy, about mutations, as if I can't believe. And yet it still might be so. This recording dates to the first settlers. Speaks of the first technomancers. Shocking, perhaps. Where did you think our abilities came from? A divine power? I don't, but we have no physical signs of mutation, and I don't know any mutant that has our gifts. And why should any of those things matter? Might not our mutation simply be of a different form? This brings us to the most important point. What you have seen unifies us. Unifies the technomancers. This secret must be kept from all other humans. If this information was discovered by, say, the ASC, we would become nothing but slaves. Our situation is already incredibly undesirable. We are not only isolated, but used as human bombs. Take a walk by the mutant pen in the slums one day. That is what our lives could have been. Don't be dismayed. I have been through this as well. So have all the other Technomancer officers in abundance.
Knowledge of this revelation makes you one of us now, more so than your skills. But now is time to deal with the creatures infesting the dome. It would be a real shame if the installations here are damaged, for we will no longer be able to hold initiation trials here. Yes. Yes, of course, Master. I haven't found an opening yet, so they must have reached lower in the dome. Then that's where we must go. I will divert the attention of these creatures. At the base of the dome, you will find their entry point. If you have swarmed here, they must have dug a passage. I'm on it. So, jetzt ist aber erstmal Levelaufstieg angesagt. Ich bleib mal hier beim Gauner. Und sorge für ein bisschen, ja, weniger schnell überhitzen. Das ist ganz gut. Und jetzt kann man hier nämlich einen von den Attributen noch erhöhen. Und da nehmen wir jetzt mal Energieregeneration 10%, Schaden durch Technomancer-Zauber 2%. Und das ist nötig, um Technomancer-Handschuhe und Rüstungen zu tragen. Chance auf Vergiften wird erhöht. Kritischer Zaubertreffer, kritischer Waffentreffer wird erhöht. Und ich nehme jetzt mal hier die Zauberkraft erhöhen, das passt auch. Und haben wir hier noch ein bisschen neue Ausrüstung. Das nehmen wir. Noch irgendwas Neues. Nicht an der Position, Moment. Ja, ist immer die Flüssigkeitsregeneration ist immer so doll davon betroffen. Und die kann man nicht mal upgraden. Ich würde sagen, ich bleibe erstmal bei der Jacke. Und bei den Füßen haben wir noch Arbeiterschuhe. Ja, die können wir, glaube ich, nehmen. Ja, also die Technomancer sind eben auch Mutanten und das weiß aber im Grunde genommen niemand. Und das ist so ihr großes Geheimnis, denn Mutanten werden in dieser Welt mal eben so gar nicht gut behandelt. Obwohl es ein bisschen komisch ist, also dass eventuell niemand mal auf die Idee gekommen ist, dass sie ja Mutanten sein könnten. Das ist ein bisschen verwunderlich, weil das wäre irgendwie so das Erste, was man sich vielleicht überlegen würde. Wo können denn diese Kräfte herkommen? Sind es vielleicht auch Mutationen, nur dass man sie halt nicht richtig sieht. Aber, ja, auf die Idee ist wohl irgendwie keiner gekommen in dieser Welt. Da ist noch Zeug. Gib mir dein Zeug. Okay. Natürlich hat er schlechtes Leder dabei. Na, jetzt kann ich schon 5 Schüsse abgeben. Oh, vergiftet. Das mit dem Absammeln der Gegner, das dauert echt ein bisschen zu lang. Also, jetzt habe ich natürlich die Fähigkeit, dass ich aus den Gegnern überhaupt auch noch, also aus Monstern, Materialien rausziehen kann. Das ist ja nicht Standard. Also es kann auch sein, dass es jemand so spielt, dass er da eben nichts aus den Monstern rausziehen kann. Aber nur hoffen muss, dass irgendwo mal Raum geklärt. Ja, nicht ganz. Die sind aber nur wirklich keine große Bedrohung. Aber der Schwierigkeitsgrad zieht verhältnismäßig bald deutlich an. Zumindest im normalen Schwierigkeitsgrad. Mal schauen, wie es hier ist. Ja, aber ich dachte mir halt, das jetzt irgendwie auch sonderlich schwer zu spielen, dass man irgendwie öfter stirbt, das ist ja auch nicht so spannend jetzt zum Zuschauen. Und vor allen Dingen, das Kampfsystem ist nicht so elegant, wie das in Spielen wäre, wo es vielleicht spannend ist, so ein schwieriges Spielsystem zu haben. Das kann das hier jetzt so nicht bieten. Ich finde eher die Welt irgendwie ganz cool. Den ganzen Look, so dieses auch das Setting, diesen ja, Mars, der quasi seine beste Zeit schon hinter sich hat.
Gegen die Kleinen, das ist echt gut mit der Waffe. Ach, da ist noch ein Gegner. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum sammelt er nichts ein? Aber da ist noch einer. Und jetzt will er es machen, oder? Ja, jetzt will er es leer räumen. Ist so merkwürdig, dass das langsame Gehen so irre langsam ist. Also total komisch. Also, la 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 la. Jetzt hätte er alle Zeit der Welt. Und die Szene, die jetzt gleich kommt, die kennt der eine oder andere vielleicht schon aus den Trailern. Es war auch in einem der ersten längeren Gameplay-Videos zu sehen, die sie zum Spiel veröffentlicht haben. Was auch hier aus der Phase stammt. Also da haben sie mal so eine Viertelstunde mal veröffentlicht. Oder 10 Minuten. Und das endete dann mit dem, was wir jetzt hier gleich erleben werden. Aber was schon mal ein schöner Ausblick ist auf das, was vielleicht noch so ein bisschen kommt im ganzen Spiel. Letztens kam auch nochmal, kurz vor Release, kam auch nochmal ein Trailer raus, der einen kleinen Ausblick auf das, was so an Monstern und so noch kommt. Also ziemlich coole Sachen zum Teil. Mama ist nicht so begeistert. Man muss schon diesen komischen Sack von ihr da erwischen. Sonst bringt das nicht viel, weil... Wenn man nur ihre Beine erwischt, dann macht es kaum Schaden. Gut ist aber, man kann sie unterbrechen. Ah, verdammt. Jetzt kommen auch noch die. Nein! Ach, ich wollte doch mal gucken, was der, was dieser Konzentrationssaft macht. Oh, Healing Potion. Oh nein! Zu spät. Oh, hoffentlich ist das nicht zu weit weg. Ah, ne. Oh, ich habe sogar noch ein Level-Upgrade bekommen vorher. Hätte ich mal noch mitnehmen sollen. Ich glaube, jetzt kann ich es nicht machen, weil das Spiel läuft weiter, oder? Währenddessen? Ja, ich glaube, ja.
Obwohl, könnte auch sein, dass es nicht weiterläuft. Versuchen wir mal unser Glück. Schaden von Schusswaffen um 10% erhöht, weil ich ja eh gerne mit der Pistole schieße, ist das ja ganz ideal. Achso, nee, Moment. Ich mach mal die Energieverstärkung von meinen Waffen weg, weil dann kann ich auf jeden Fall zweimal diesen Technomancer-Energieangriff machen aus der Entfernung. Der ist im Zweifelsfall hier gar nicht so blöd. Ach, ich drücke mal die falsche Taste. Weg damit. Oh, jetzt verteidigt sie sich schon. Hält sich schon die Krallen vorm Bauch. Au, das ist ja geil. Die können sich sogar gegenseitig beschädigen. Das ist ja super. So, und jetzt Energieblitze drauf. Und nochmal. Zack. Ja, das hätte besser laufen können. Der schöne Initiationsort kaputt gehauen. Fantastisch. Aber immerhin schon mal gleich ein schönes großes Monster gesehen. Who bore witness to the secret with your own eyes, who knows in your heart of hearts that the revelation that he bears is true, and who has understood that this knowledge could cast us into endless pits of despair. As you drink the sap of the world, the water that feeds our lives, abandon the one you thought you were, and instead become our brother, Zachariah Mansur. Together we have shared the water and secret. Can you swear to forever protect the knowledge of the earth and to dedicate your life to finding it again? To defend and protect our secret, even with the sacrifice of your life, if need be? I swear. Then welcome, my brother. I know you must be troubled by what you've learned, and I assure you that it's no less troubling to me. But be proud of what you are, and know, no matter what, we are by your side.
and that this initiation, as horrid as it may be, makes you forever our brother. You showed the courage of lions beneath the dome, and for it, you have been made an officer. So I imagine, now that you no longer need my guidance, it will send me elsewhere, with the great and endless pride of having been your teacher over these few years. The honor was mine, Master. No, not Master. It's just Sean now. Go. Take your assignment as an officer. Count the blessings you've amounted. Those that allowed you to avoid the front thus far. Captain Eliza is waiting in the barracks. She's harsh, but fair. But before you find her, we all know the regulations. Technomancers get no leave from the front in times of war. So being here, I can't even sneeze without a report being written up. But you have a free pass. I need you to go to the exchange district for me. There's an itinerant merchant there who was supposed to arrive yesterday. Just meet with him. The merchants have no ties to abundance and travel among us like shadows. They hear things, whispered things, and pay people to forget they are there. I'm looking for information on any archaeological discoveries that could expose the Earthlings, information that would help protect our secret. Ask him if they've heard of any such finds. Yes, Great Master, as you wish. Good, Zachariah. But take care that not a single soul knows what you're after. Not a single soul can hear your exchange with the merchants. Ja, ich darf es keinem verraten, deshalb muss ich jetzt hier unbedingt abbrechen und diese Folge beenden. Also, macht's gut, Leute. Ciao.